Sie sind beruflich wie auch privat ein Team und seit kurzem auch in der Küche teamfähig. Weinzettel und Rudler schwingen jetzt auch gemeinsam den Kochlöffel. Regionale Küche mit N1, diesmal in Nikodemus in Burgersdorf. Das Kabarettistenpaar Weinzettel und Rudle bereitet ein schnelles Frühlingsmenü zu, nämlich ein Ciabatta Steak Sandwich mit Frühlingssalat und Panna Cotta zum Nachtisch. Das Ganze aber natürlich unter Anleitung von Profiköchen. Um den Frühlingssalat vorzubereiten, werden zu Beginn ein Apfel in 4 Scheiben und Radieschen blättrig geschnitten. Und wie viele Scheibchen hätten wir da vom Radieschen gern? Ja, das ganze Radieschen. Nein, das ist blöd, weil das kann ich nicht mehr halten. Dann legen wir es einfach auf die Seiten und nehmen das andere. Aha, weil es ja um die Optik auch geht, ne? Zu Hause würde ich das einfach weiterschneiden. Das weiß ich. Ja, und dann sind es halt keine Scheibchen mehr. Ist ja klar, es ist ja bei mir zu Hause, da ist es ja egal, da geht es ja nicht um die Optik. Genau, so, schön, oder? Ja, ist sehr schön geworden. Danke. Als nächstes wird ein Ei gehackt. Hacken ist jetzt, ich zermehre das. Einfach, wie es beliebt. Okay, fein. Je kleiner, desto besser. In der Zwischenzeit kümmert sich Gerold mit Profikoch Wolfgang um das Hauptgericht. Genau. Und jetzt kommen wir ja so ein bisschen auch in das, wie man sagt, ins Männermetier. Jetzt geht es um ein Fleisch. Wir haben da, glaube ich, ein Beiritt ist das. Rindsbeiritt. Ein Rindsbeiritt. Okay, das muss man zuerst putzen, nennst ja, du das, wir gell? Das ein bisschen zu. Das Beiritt wird dabei mit einem Messer vorsichtig von der Fettschicht befreit. Das abgetrennte Fett wird in einer Schüssel aufgehoben und kann später für ein gutes Saftel verwendet werden. Ja, muss man nicht alles immer in Biomüll hauen. Na nix. Nix, gar nichts wird in Biomüll gehaut. Es wird alles wiederverwendet. Nach dem Putzen wird ein fingerdickes Stück abgeschnitten und anschließend gleich leicht plattiert. Jetzt, wir machen das jetzt gleich mit Messer, normalerweise ja. Mit einem Plattiereisen. Ja. Aber wir machen das jetzt russisch. So, zack. Eineinhalb Stück nehmen wir und jetzt gehen wir rüber auf den Tisch. Bevor es mit den Steaks weitergeht, schauen wir zu Monika und ihrem Salat. Der Rucola wird mariniert und auf dem Teller angerichtet. Was ist das für ein Dressing? Mit Olivenöl, Balsamico, Rotweinessig, Salz, das riecht gut. Pfeffer. Hoppala. Der Salat wird nun mit den vorgeschnittenen Apfelscheiben, dem Eierhack, Weintrauben und Radieschen angerichtet. Und? Zum Schluss Parmesan und Kresse noch drüber. Kresse, das ist auch sowas, das holt man dann eigentlich direkt aus dem Garten. Eigentlich, ja, wenn man einen Garten hat. Ja, oder nicht, gut, vom Balkon. Oder vom Balkon, ja. Und schon ist der Frühlingssalat fertig. Die Steaks werden jetzt mit einer Gewürzmischung aus Knoblauch, Salz, Pfeffer und Paprika eingerieben. So, dann sind wir fertig. Dann nehmen wir das Brot dazu und das Ganze kommt jetzt auf die heiße Platte. Heiße Platte bedeutet, das ist Chefsache. Heiße Platte macht nicht der lustige Kasper. Die Ciabatta-Hälften werden gemeinsam mit den Steaks auf den Grill gelegt und bei großer Hitze scharf angebraten. Und jetzt rühren Sie das an. In der Zwischenzeit werden die restlichen Zutaten vorbereitet. Das Brot umdrehen nicht vergessen, das Fleisch einmal umdrehen. Auf das darf man nicht vergessen, weil das geht dann rucki-zucki. Auf die fertigen Ciabatta-Brötchen kommt etwas Senf. Dann wird das Steak-Sandwich mit dem Rucola und 3 Tomatenscheiben angerichtet, bevor die wichtigste Zutat hineinkommt. Wie darf es sein, Medium? Ja, Medium ist großartig, selbstverständlich. Ich habe mal einen Freund gehabt, der hat sein Steak Medium bestellt, dann hat er es gekriegt, hat gesagt, das ist ja in der Mitte noch roh. Hat der Kellner gesagt, ja, aber sie wollten es ja Medium. Hat der gesagt, na, die Größe. Ach so. Ein Dillo halt. Und schon ist auch das Ciabatta Steak Sandwich fertig. Zum Schluss wird noch eine Nachspeise zubereitet. Dafür haben wir uns jetzt wieder Verstärkung geholt, weil wir kennten es gar nicht. Wir machen das auf Anweisung des Walter. Das ist Chefkoch Nummer 2. Genau. So ist es. Ein Panna Cotta wird gestürzt. Ist sehr kalt, kommt er schon direkt aus dem Kühlraum. So. Dann kommt noch Schlagobers dazu.
Schau, wie schau, das... Schau, wie schier. Das kriegt oben nur einen Zapfen. Oh je. So, nein, das ist schön. Als nächstes wird eine Kiwi in Scheiben geschnitten und auf den Teller hinzugegeben. Nachdem auch noch 3 Scheiben Erdbeeren auf den Teller gekommen sind, wird das Panna Cotta noch vom Küchenchef höchstpersönlich mit Eierlikör und Schokosauce übergossen. Oh, schau, wie schön. Stolz präsentieren die Promi-Köche die vollbrachte Nachspeise. Jetzt mach ich hin. Mahlzeit. Frühlingssalat, Ciabatta-Steak-Sandwich und Panna Cotta als Nachtisch. Ein herzhaftes Frühlingsmenü, in 10 Minuten zubereitet. Seid ihr immer so schnell? Nein, natürlich nicht. Also dazu muss man schon sagen, wir sind ja nicht umsonst hier im Nikodemus und da hinten stehen 2 Profiköche, die das Tag ein, Tag aus machen, die es wirklich gelernt haben, die alles schon vorbereitet haben. Ansonsten, glaube ich, geht das nie und nimmer in 10 Minuten. Nein, aber das ist ja der schöne Fernsehkochtrick, oder? Da habe ich schon was vorbereitet, insbesondere wenn es schief geht. Dann sagt man, genau, das ist nichts geworden. Egal, aber ich habe ja schon vor einer Stunde, habe ich es ja schon können. Ja, genau. Genau, und so haben wir das jetzt auch unter Anleitung, kratzfatz. Ganz schnell erledigt. So was hätte man zu Hause auch gern, so einen Vorbereiter. Ja, auf der einen Seite vielleicht hätte man zu Hause auch ganz gerne einen Vorbereiter, auf der anderen Seite ist ja oft die Freude am Kochen größer als der Genuss beim Essen. Es ist ja, das hängt davon ab, wer kocht, oder? Stimmt. Ich schließe einfach von mir auf andere. Also ich hab das Kochen auch erst ganz neu entdeckt. Das ist jetzt wirklich ein lustiger Zufall, dass ihr gerade da seid, weil ich koche seit, weiß ich nicht, 1,5 Wochen, wirklich mit wachsender Begeisterung. Ich mache es richtig gern. Ich tue auch gern aufschneiden. Das stört mich nicht, dass wir keinen daheim haben, der das aufschneidet. Ja, nein, ich zum Beispiel war unlängst jetzt erst im Wald und habe Bärlauch gepflückt und aus Bärlauch was gemacht, habe ich in meinem Leben nicht. Also wenn du wirklich von der Pike auf quasi, ja, von das Lebensmittel besorgen und nicht nur einmal vorbereitetes Lebensmittel, sondern wirklich in den Wald gehen, was holen, zubereiten, das ist schon ein arges Gefühl eigentlich. Mhm. Das merkt, ich war allein und der liebe Gott, der den Bärlauch hat wachsen lassen. Ja, genau. Und was gibt es im Szene-Lokal Nikodemus sonst noch auf der Karte? Das, was ich selber gerne essen würde, das, wo ich das Gefühl habe, dass das mir wird's auch schmecken, das kochen wir. Natürlich auch saisonbezogene Karte wechselt natürlich immer. Wir sagen jetzt im Frühling wird es natürlich demnächst mit Spargel, mit Eierschwammerl losgehen. Also wir lassen uns einerseits von der Saison inspirieren, aber auch von den Reisen. Ich bringe von überall ein bisschen eine Idee mit und habe Gott sei Dank mit meinen beiden Köchen 2 sehr offene Geister, die das dann gerne immer umsetzen und eigentlich alles, was Spaß macht. Das ist das Motto.